keine Aufnahmen aus einem Sci-Fi-Film, sondern diese Roboter existieren bereits und werden zu allerlei friedlichen Zwecken eingesetzt. Jede Medaille oder jeder Roboter hat jedoch zwei Seiten, denn am Ende der Palette der zunehmenden Automatisierung stehen Killerroboter. Waffensysteme, die ihre Ziele selbstständig auswählen und angreifen können. Maschinen, die entscheiden, was sie zerstören oder wen sie töten werden. Bei der UN in Genf fand im März, wie jedes Jahr, das Treffen der Gruppe von Regierungsexperten für tödliche autonome Waffensysteme statt. Die Delegation des Heiligen Stuhls in Genf nahm, wie stets, auch daran teil. Das Thema ist eine komplizierte Verflechtung aus technischen Details, bürokratischen und rechtlichen Überlegungen. Dazu nun mein Gespräch mit dem ständigen Vertreter des Heiligen Stuhls bei der UN in Genf, der an den Sitzungen teilnahm. Du sollst nicht töten. Jetzt hier im EWTN-TV UN-Blog. Hallo. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges haben die Sitzungen der UN in Genf, der Konvention des Übereinkommens über bestimmte konventionelle Waffen, CCW, an Bedeutung gewonnen. Einer der Schwerpunkte sind die sogenannten Killerroboter, tödliche eigenverantwortliche Waffensysteme. Seine Exzellenz Erzbischof Fortunatus Vachukwu nahm an den Sitzungen teil. Guten Tag, Exzellenz. Good afternoon, Christian. Erklären Sie uns, warum es notwendig ist, dass der Heilige Stuhl an Diskussionen über Kriegswerkzeuge teilnimmt. Nun, Christian, ich danke Ihnen nochmals. Danke, dass Sie mich heute Nachmittag eingeladen haben. Die Quintessenz von allem, was Waffen und Kriege betrifft, ist das Gebot, du sollst nicht töten, das wir im Buch Exodus, Kapitel 20, Vers 13 finden. Und das ist die Quintessenz. Natürlich haben wir Menschen, so wie wir sind, oft unsere eigenen Interessen. Und nicht selten geraten diese Interessen in Konflikt. Und dann kommt es zu Konflikten, die zu bewaffneten Auseinandersetzungen werden. Und ich denke gerade an die Antwort Jesu an die Pharisäer, die ihn fragten, warum sie sich scheiden lassen dürften, obwohl Jesus ihnen sagte, dass es gegen das Gesetz sei, sich scheiden zu lassen. Jesus sagte ihnen, wenn wir uns erinnern, in Matthäus Kapitel 19, Vers 8, wegen eurer schweren Verletzungen hat euch Mose erlaubt, euch zu scheiden. Das war nicht von Anfang an so. Dasselbe gilt auch für die ganze Frage der Kriege. Es war nicht so im Plan Gottes. Gott will nicht, dass wir töten. Gott will nicht, dass wir in Kriege ziehen. Aber weil die Menschen in Konflikte geraten, haben wir die Versammlung für bestimmte konventionelle Waffen. Und dann müssen wir zwischen konventionellen Waffen und Massenvernichtungswaffen unterscheiden. Massenvernichtungswaffen sind Atomwaffen, biologische und bakteriologische Waffen, chemische Waffen, also solche, die massiv zerstören. Und die konventionellen Waffen sind zum Beispiel Schusswaffen oder Kampfflugzeuge und Kampfschiffe und so weiter. Exzellenz, zur Erklärung für unsere Zuschauer. Um über die Entwicklung und den Einsatz der Waffensysteme zu sprechen, haben sich die Staaten bereits 1983 zu dieser Konvention zusammengeschlossen. In der letzten Zeit haben sich die Regierungsexpertengruppen auf die Diskussion über tödliche autonome Waffensysteme konzentriert, die sogenannten Killerroboter. Denn für die Herstellung und den Einsatz solcher Waffensysteme gibt es noch keine rechtsverbindlichen Regelungen. Ihre Delegation war auch bei diesen Sitzungen dabei.
Der Heilige Stuhl hat sich sehr aktiv an den Sitzungen dieser Gruppe von Regierungsexperten beteiligt, da der Heilige Stuhl Vertragspartei des Übereinkommens über bestimmte konventionelle Waffen ist. Der Heilige Stuhl versteht sich bei den Beratungen als eine Art Gewissen und verhält sich auch entsprechend, wie beispielsweise bei der Sitzung der Gruppe der Regierungsexperten, die sich mit der Frage der tödlichen autonomen Waffen befasst. Der Heilige Stuhl hat dabei eine wichtige Rolle gespielt, indem er die ethischen Überlegungen und die ethische Dimension in die Vorschläge der Regierungsexperten eingebracht hat. Und das ist die vordringlichste Aufgabe des Heiligen Stuhls, das Gewissen bei diesen Treffen zu sein und die Aufmerksamkeit nicht nur auf die kommerziellen Aspekte oder die Interessen der großen Nationen zu lenken, sondern auch und besonders auf die Notwendigkeit, die Würde der menschlichen Person zu schützen und in den Mittelpunkt zu stellen. Vor 101 Jahren, am 25. Januar 1921, schrieb der tschechische Schriftsteller Karel Čapek ein Theaterstück und erfand für dieses ein neues Wort, Roboter. Die Handlung des Stücks ist einfach. Die Roboter rebellieren gegen ihre Schöpfer, was schlimme Folgen für die Menschheit hat. Exzellenz, bei den Killerrobotern, wenn solche zum Einsatz kämen oder kommen, bei wem liegt die rechtliche Verantwortung der Handlungen der Roboter? Nun, danke für die Frage, Christian. Natürlich ist es ein sehr kompliziertes, sehr komplexes Thema, weil man auch die Person bedenken könnte, die die Waffe entwickelt hat, die Person, die die Waffe verkauft hat, die Person, die die Waffe eingesetzt hat, oder die Regierung, die die Waffe genehmigt hat, oder auch die Person, die die Waffe kontrolliert, der ihr unmittelbare Anweisungen gibt, wie sie zu handeln hat. Wegen dieser komplizierten Eigenschaft dieser Waffe hat sich der Heilige Stuhl stets auf die Frage der Verantwortung und Rechenschaftspflicht konzentriert. Und weil es derzeit keine rechtlich bindende Maßnahme gibt, die die Entwicklung und den Einsatz dieser Waffen regelt, sind sie gefährliche, freie Waffen, die herumrollen. Und wie Sie sagen, es sind Killerroboter. Die haben nicht die Fähigkeit des Urteilsvermögens, das wir durch den menschlichen Verstand haben. Deshalb besteht der Heilige Stuhl darauf, dass es eine klare Kontrolle über diese Waffen geben muss. Es ist also notwendig, dass wir eine rechtsverbindliche Regelung bekommen, denn damit werden die Staaten die Verantwortung tragen, weil sie dieser Regelung zugestimmt und sie unterzeichnet haben und so zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sie gegen die Bestimmungen verstoßen. Bedauerlicherweise sind nicht alle Staaten dafür. Wir brauchen eine rechtsverbindliche Abmachung, und darauf besteht der Heilige Stuhl. Aber ich kann Ihnen versichern, dass nicht nur der Heilige Stuhl, sondern auch viele Staaten in diese Richtung denken. Nur die sehr militärisch mächtigen Staaten sind zögerlich in dieser Hinsicht. Die Kampagne zum Stoppen von Killerrobotern warnt:
Die Technologien, die in autonomen Waffen zum Einsatz kommen werden, reduzieren Menschen auf Daten und machen sie angreifbar. Die ultimative Form der digitalen Entmenschlichung. Exzellenz, reichen Worte und Papiere der Vereinten Nationen aus, um sicherzustellen, dass die Regierungen die Vereinbarungen einhalten? Letztendlich kommt es doch mit oder ohne Vereinbarung nur auf die ernsthafte Entschlossenheit an, diese Waffensysteme zu verbieten. Nun, das stimmt. Was Sie sagen, ist wahr. Und der Heilige Stuhl ist sehr entschlossen, was seinen Standpunkt in dieser Hinsicht betrifft. Ich kann Ihnen versichern, dass der Heilige Stuhl auch tatsächlich Unterstützung hat. Es gibt viele Staaten, die nicht wollen, dass diese Waffen auf uns und die Menschheit losgelassen werden. Tatsache ist, dass es auch wirtschaftliche Interessen gibt. Und deshalb besteht der Heilige Stuhl ja auf einer spezifischen, verbindlichen Regelung. Der Heilige Stuhl ist sogar noch weiter gegangen, weil wir uns mit dem Bereich der künstlichen Intelligenz befassen. Weil zum Beispiel die Frage der Nutzung des Cyberspace, wo wir auch die Nutzung aller Manipulationen all dieser nichtmenschlichen Akteure im Bereich des Konflikts haben, und so hat der Heilige Stuhl während der letzten sechsten Überprüfungskonferenz des VN-Waffenübereinkommens den sehr wichtigen Vorschlag gemacht, eine internationale Agentur für künstliche Intelligenz zu schaffen. Eine Agentur, die der bestehenden Agentur für Atomwaffen, der Internationalen Atomenergiebehörde, die wir in Wien haben, ähnlich wäre. Vielleicht würde die Schaffung einer solchen Agentur für künstliche Intelligenz ein Forum schaffen, in dem die Staaten zusammenkommen und über den nützlichen Einsatz von künstlicher Intelligenz sprechen könnten und nicht nur über den wirtschaftlichen und zerstörerischen Einsatz von künstlicher Intelligenz und diesen Killer-Robotern. Im vergangenen Jahr hatte Papst Franziskus die Stiftung für künstliche Intelligenz mit dem Namen Renaissance ins Leben gerufen und stellte klar, Zitat, auch Algorithmen erfordern eine moralische Dimension, Ende Zitat. Die Stiftung ist aus den Verhaltensregeln Rom Aufruf zur KI-Ethik der Päpstlichen Akademie für das Leben für einen ethischen Umgang mit künstlicher Intelligenz entstanden. Am 28. Februar 2020 unterzeichneten die Akademie, Bischof Vincenzo Paglia, Microsoft-Präsident Brad Smith, IBM-Vizepräsident John Kelly III. Sowie der Generaldirektor der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, Ku Dong-Yu, und das Ministerium für Innovation, ein Teil der italienischen Regierung, das Dokument. Mit Blick auf eine neue Algor-Ethik verpflichten sich die Unterzeichner, die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz zu fördern, die jedem Menschen und der Menschheit als Ganzes dient, die Würde der menschlichen Person respektiert, sodass jeder Einzelne von den Fortschritten der Technologie profitieren kann und die nicht das alleinige Ziel hat, den Profit zu steigern oder den Menschen am Arbeitsplatz schrittweise zu ersetzen. Aufgabe der Stiftung ist es, diesen Kodex überall auf der Welt zu verbreiten.